Dieser umfunktionierte Zug ist ihr neues Zuhause. Die ukrainische Familie Kagarlitsky ist in ihre Heimatstadt Irpin zurückgekehrt. Jetzt wohnen sie mit 25 anderen Familien in einem Zug in Irpin, einem Vorort der Hauptstadt Kiew. Ihr Zuhause wurde komplett zerstört. Wir fuhren am 4. März weg. Es war der letzte Tag, an dem wir mit dem Auto wegfahren konnten. Am nächsten Tag wurden alle Kommunikationswege abgeschnitten. Für den 12-jährigen Sohn Vlad ist es besonders hart gewesen. Ja, ich würde sehr gerne wieder zur Schule gehen. Meine Freunde sind da. Mein Freund war die ganze Zeit in Irpin. Das Haus der Kagarlitskis ist durch den russischen Raketenbeschuss nicht mehr bewohnbar. Wir bekommen täglich 3 kostenlose Mahlzeiten. Es gibt Duschen, eine Küche und ein Restaurant. Insgesamt sind die Zustände gut, aber wie lange wir hier bleiben können, wissen wir nicht, denn im Moment können wir nirgendwo sonst hingehen. Die Kagarlitskis sind zwar in ihre Heimatstadt Irpin zurück, aber ihre Fluchtgeschichte ist noch lange nicht zu Ende.